Denn Exceed macht ja immerhin doch ein wenig extra Damage. Aber wie gesagt, ich merke tatsächlich, dass ich ziemlich eingerostet bin. Aber liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich das Spiel jetzt seit über eineinhalb Jahren nicht mehr gespielt habe. Schnellchecker. Tja, er flüchtet natürlich, wohin wohl? Zurück in die Hölle, um sich dort zu erholen. Leider ist die Siedlung weg. So, und dann können wir auch endlich weiterlaufen. Und wir bekommen ein paar rote Dinge. Na, ein Haus steht sogar noch. Sogar zwei. Wow. Okay. Hier hatten wir nichts. Und hier haben wir jetzt netterweise ich denke es war hier. Ja. Das Missionsende. Ja, das Bonus und Strafe funktioniert folgendermaßen. Wenn man mal stirbt, dann bekommt man natürlich eine Strafe, also ein Malus. Und Bonus ist, ich denke, wenn man... Ne, ich weiß nicht mehr. Bevor ich jetzt irgendeinen Scheiß sage, lasse ich es lieber. So, dann speichern wir das kurz. Denn neben Teufelsjäger haben wir jetzt auch Mensch Mission 2, nur dass wir die eine schon abgeschlossen haben und die andere direkt beim Endgegner. So, wir werden uns direkt befinden. Und jetzt sind wir bei der Weiße Flügel. Okay. Nachsehen, wir haben so viele Leben. Ja, tatsächlich, wir haben mehr. Früher habe ich das alles für die Lebenskraftsterne ausgegeben, dann bin ich drauf gekommen, das bringt ja alles nichts. Okay, 736, nicht schlecht, nicht schlecht. Und unser Devilbringer hat jetzt die Länge des Snatches. Nein, wir wollen eigentlich hier die Fähigkeiten haben. Fangen wir mal an mit... Ach nee, wir holen uns jetzt den hier und... Na, alles zu teuer. Und den hier. Okay, dann kann's ja schon weitergehen. Mission Nummer 3. Zweites Bergbaugebiet und wir haben jetzt die Fähigkeit. Teufelsarm aufladen und fetter Schuss. Ja, und hier haben wir komischerweise eine dem Götterstatue, wieso auch immer. Ja, und wir können die Gegner jetzt eben auch so ansprinten und das Ding kann ich nicht zerstören. So. Boom! Boom. Okay, fangen wir an.�
Ah, hier. Und wir haben eine Dusche. Und ein paar blaue Punkte. Was könnte das bedeuten? Das kann ich euch gleich zeigen. Denn hier kommen wir nicht weiter. Und hier können wir maximal darauf. Das bedeutet... Lalala. Dass wir jetzt hier runterspringen. Und nochmal kurz den Weg nach oben gehen. Weil das ja relativ nach oben. Nero nach oben. Danke. So, okay. Dann hätten wir dieses rote Ding ebenfalls. Ja, unser Langdistanzangriff. Und dann haben wir unsere tolle Pistole, die uns eigentlich nicht ganz so viel bringt, aber die doch ab und zu für so ein paar Kleinigkeiten recht nützlich zu sein scheint. So, hier geht's, denke ich, normal weiter. Also sollten wir mal kurz hier nachsehen. Nee. Hier oben auch nichts. Oder doch? Nee. Okay, dann gehen wir weiter. Na, na, na. Moment. Lebenskraftstern, so. Ah, okay. Auf nach draußen, in die weite Wildnis. Tor von Schloss Fortuna. Und da sehen wir dann natürlich auch schon unser erstes Gebäude, aber wir wollen ja jetzt kein Gebäude, sondern eigentlich diesen roten Dingkristall hier, diesen Blutkristall oder wie die nochmal hießen. Naja, egal. Wir laufen durch einen Schneesturm, der uns schön alles verweht und tobt wie er will. Und wir haben sogar noch Vollmond. Und plötzlich ist der Schneesturm ganz ruhig und weg. Und wir sehen ein Schloss. Ja, was hat es mit dem Schloss auf sich? Denn wir können hier nirgendwo runter und treffen sogleich auf eine Person. Hatte ich gesagt, wir können irgendwo runter? Ich meinte mit Absicht nicht. Okay, naja, Person kann man es nicht wirklich nennen. Sagen wir mal, das sind zwei der lästigeren Gegner im Spiel. Denn erstens, sie können sich teleportieren. Zweitens, sie sind schnell. Drittens, relativ stark. Und nicht zu vergessen, viertens, sie mögen den Exit nicht. Guten Tag. Auch einfach ist natürlich alles wirklich ein Kinderspiel.
Aber trotzdem sollte man sie nicht unterschätzen. So, haben wir hier irgendwas? Nee. Natürlich möglichst alle Gegenstände mitnehmen, die man irgendwie so brauchen kann. So, hier geht's dann auch zurück. Ich denke, hier dürften aber keine Gegenstände rumliegen. Oder? Nee, sieht nicht so aus. Okay. Weiter geht's zur Brücke. Eingang zum Schloss. Die Frage ist natürlich, welches Schloss ist es hier? Also um was für ein Schloss handelt es sich? Ist es vielleicht das Hauptquartier von dem Credo, ja, Credo was gesprochen hat? Oder ist es irgendwas anderes? Scheint nicht allzu freundlich zu sein. Tja, und hier haben wir auch unsere Person. Eine ganz passable Kämpferin. Vor allem auch Akrobatin. Die wir schon im Intro-Video gesehen haben. Ja, und wie fast immer bei irgendwelchen japanischen Hackenslays mit ordentlich viel Fanservice. I owe you thanks. You're from the Order? Never seen you before. I knew. Gloria. You're Nero, right? I've heard rumors. Hasn't everyone? Quite a few, in fact, and none too flattering. So, what's the deal? Where are they coming from? It's strange. No matter the number you kill, more will come. Then I'll leave that chore to you. I've got some personal slaying to take care of. I'll join with the others. We'll take care of them. May the Savior be with you on your journey. Savior. Ja, seltsamerweise keine Spur von den Viechern, aber egal, das war ja nur eine Videosequenz. Können wir uns so eigentlich schneller bewegen? Naja, ein wenig, aber nicht wirklich. So, also, rein ins Schloss. Und ein Bild des Priesters, den wir vorher gesehen haben. Ja, Hochwürden. Der so gleich von Dante niedergemetzelt wurde. Also handelt es sich wahrscheinlich um den Orden. So, hier kann man so ziemlich alles zerstören, also werden wir jetzt einfach mal eine Zeit aufwenden und das hier dem Erdboden gleich machen. Denn in der Kirche muss man ja. Oder, naja, ich weiß nicht, ist irgendwie so eine Mischung aus Kloster oder Dom und ja,
Festung. Kann mich zerstören? Ich weiß nicht. Kann man? Kann man? Scheinbar nicht, okay. Ja, und die Festung, das Schloss, die Kirche, der Dom, was auch immer, ist relativ riesig, wie wir hier schön sehen können. Und sie haben auch wieder eine nette Götterstatue hier rumstehen. Und zwar mit Leoparden, Gepardenkopf, was auch immer. Raubtierkopf auf jeden Fall. Und die können wir ja immer sehr gut ausnutzen. Okay, gleich haben wir es. Das Ding kann man nicht zerstören, die kann man auch nicht zerstören. So, jetzt müssen wir, denke ich, fertig sein. Okay, nächste Tür. Ja, sogar hier sind die Viecher. Ja, wir können natürlich auch unsere Aufladung speichern und zu einem späteren Zeitpunkt wieder benutzen. So, und da dieses Gebäude doch relativ viele Räume besitzt, können wir natürlich auch entsprechend viele rote Kugeln daraus holen. So, dann werden wir bei A und ich weiß nicht, schaffen wir S auch noch? Ich denke nicht.